So, das sind wir jetzt auch schon wieder im nächsten Part. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich muss da so viel gedrückt haben. Jetzt kann ich hier... Ich kann hier mit nichts an. Ich denke, ich muss hier hoch. Haben wir schon gelernt, das hier sind Checkpoints. Sind also sehr großzügig verteilt, muss ich schon mal fragen. Geht nicht weiter. Ah, da ist das Ding wieder. Hat das jetzt Englisch geredet? Er hat uns jetzt quasi gesagt, dass er uns seinen Arm gegeben hat, denke ich. Jetzt haben wir noch ein Schwert. Und ein Ding, was sich auflöst. Also unser großer Roboterfreund macht da gerade wieder eine Tür auf. Auch meine Hilfe. Gut, dann gehen wir hier lang. Die Ladezeiten sind relativ flott. Okay. Also man hört die Schritte. Ob das nur ich bin? Ah, aber wir haben null. Wir können uns also ein bisschen aufleveln. Das ist ja schon mal cool. Ja. Wir können anscheinend auch anders aussehen. Oder mehrere Figuren bekommen, keine Ahnung. Das ist jetzt schon mal schön und gut. Das Master Schwert. Also der Typ hat schon mal drauf mit dem Schwert. Ja, cool. Das fühlt sich auch echt flüssig und cool an. Ich glaube, das war's hier erstmal. Ja. Also ich kann Gras kaputt schnibbeln und Bäume auch. Aber das bringt uns, glaube ich, kann ich hier was machen? Ich habe jetzt leider keine... Ah doch, da geht's. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt weitergehen soll, aber... Hier haben wir es schon. Hallo, hier runter. Hallo.
Okay. Es kann nur was Schlimmes passieren. Oder auch einfach gar nichts. Hä? Mich würde jetzt schon mal interessieren, wie lange das Spiel überhaupt schon auf dem Markt ist. Also das werde ich noch alles herausfinden. Dann werde ich euch noch ein paar Informationen dazu geben. Das jetzt sieht das Spiel sehr interessant aus. Ich glaube, ich muss da ganz woanders hin. Es sind so Sachen, die eigentlich sehr offensichtlich aussehen, aber ich sehe es einfach gerade nicht. Das ist schon. Oh, das geht so nicht. Hierher. Dann machen wir es so rum. Ich denke, wir müssen so diese braunen Stelle da hinbringen. Ja. Also präzise springen. Ja, so einigermaßen, aber nicht so richtig. Kommen wir jetzt hier hoch? Oh ja. Wir haben jetzt ein Schwert und konnten bisher noch nichts angreifen. Okay. Immer wenn ich es sage, passiert's. Soll ich nochmal. Mann, das ist der einfache Gegner. Bevor wir so diesem einen Typ dahin gehen, gucken wir erstmal hier oben. Das bringt also gar nichts. Quatsch. Können wir die Wand hier einhauen? Ich denke, das geht alles. Aber halt jetzt noch nicht. Und tatsächlich, wir müssen den boxen. Oh. Ich sehe schon vor mir, das Spiel wird schwer. Aber wir haben doch wieder volles Leben. Gut. Hallo? Was sind wir denn hier? Und hepp. Die Steuerung, ich glaube, das ist so der Kritikpunkt am Spiel, nur die Steuerung, aber man muss sich nur dran gewöhnen. Also das würde ich jetzt nicht als Kritik so sehr ansetzen. Aktuell. Es gibt viel schlimmere Spiele. Was Steuerung betrifft. So, wir können absolut nichts machen. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber wir können es bestimmt irgendwann verwenden. Ach, kann ich auch so einen Schlag? Oh, cool. So einen Schlag kann ich auch. Ich denke, der macht auch mehr Schaden, wenn man so einen Sprungschlag macht. Der Arm ab. Alter.
Ah, jetzt kann ich den Arm auf. Jetzt können wir genau das machen, was ich vermutet habe. Wir können jetzt diese eine Wand kaputt machen. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen? Okay, dann mache ich das. Oder auch nicht. Ich mache das also nicht. Ich glaube, ich schaue jetzt hier drauf. Cool. Das ist ein Echo von meinem Schlag, dass er so laut nachhallt. Und hoch und hoch. Ja, das ist genau so eine Wand, wo ich meine. Ja. Müssen wir, glaube ich. Dann gehen wir hier lang. Aha. Geht also nicht. Eigentlich will ich hier wieder raus. Jetzt kommen wir auch wieder raus. Ich glaube, das war der Eingang. Ich kann aber jetzt ruhig ein bisschen Action vertragen. Ah, da ist unser Roboterfreund wieder. Sollen wir da jetzt draufhauen? Da sollen wir jetzt hin. Wie komme ich jetzt hier raus? Erstmal hauen wir hier drauf. Wollen wir zurückgehen? Weil da waren einige Stellen, wo man auch so drauf hauen kann. Ich denke mal, wir machen das kurz. Hier. Oh, oh, ist es gut? Upsi. Ich wollte es nicht. Ja, das war eine gute Idee. Okay, jetzt sind wir hier. Ich würde trotzdem noch ein Stück zurückgehen, weil da waren noch mehr solche Wände, die man kaputt hauen kann. Und ich denke, wir können das gebrauchen, was wir finden. Wenn wir nicht sowieso schon irgendwann zurück müssen. Und tap. Na, das scheint so ein Soldat zu sein. Das ist ein Steinroboter. Du bist aber nett. Ach, hier waren wir eben. Hier ist auch noch eine Wand.
Okay, hier gibt es sogar schon Gegner. Also lohnt es sich auch gerade zurückzugehen? Da oben ist auch so ein böser. Ich glaube, das sieht aus wie wir, aber ist infiziert worden komplett. So sah das gerade aus. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade aufgehoben habe. Ich glaube, das ist Lebensenergie. Oh. Attacke! So, gleich sind wir am Anfang. Hier ist noch so ein Teil. Gut, hier geht's nicht mehr zurück. Ich gucke jetzt noch kurz hier links und dann war's das. Dann gehen wir wieder nach vorne. Das Spiel ist echt entspannt. Oh, das ist noch mehr. Ich bin der Schlechte. Ich habe keine Ahnung, wo ich mir bin. Ich weiß auch nicht, ob wir von hier gekommen sind. Ich glaube, das waren gute Viecher. Gut, wir sind tot. Wo sind wir jetzt? Ich würde sagen, es reicht. Wir gehen wieder nach vorne. Na, wir können doch hier irgendwie die Karte aufrufen. Ich will da oben hin. Vielleicht geht es sogar. Ich bin gleich tot. Wir gehen jetzt nochmal da den Weg runter und dann gucken wir mal. Vielleicht sterben wir so oder so gleich. Schon wieder fast. Ich will leben! Leben! Ja, danke. Vor diesem Riesenvieh habe ich ein bisschen Respekt. Alter. One hit. Okay. Wir gucken nochmal auf der Karte, wo wir dann gewesen wären. Ne, da sollen wir nicht hin. Ich gehe lieber mal dahin, wo wir hin sollen. Tap. So, wo sind wir? Da ist eine Höhle. Waren wir hier schon? Ich habe keine Ahnung. Nee, waren wir nicht. Was macht das jetzt? Sieht schon mal gut aus.
Okay. Also man kann sich auch so Upgrades anziehen oder geben. Mache ich das jetzt im Inventar hier? Schon mal nicht. Ja, da kann ich es mal. Ach, das ist jetzt einfach erhöht Geschwindigkeit, verringert Gesundheit und Energie. Das ist jetzt einfach mal so. Ich kann es nicht ablegen oder so. Ja. Na dann. Na doch, ich hab's abgelegt. Ach, ich hätte eigentlich hier leben. Ich verstehe es nicht. Nee, wir gehen jetzt nicht mal so. Hier war doch schon so ein Fußweg. Genau. Tada. Wie schnell. So, jetzt hören wir mal auf unseren komischen Roboterfreund und gucken, was wir hier machen sollen. Der chillt hier schon. Sollen wir den Stein jetzt hauen oder was? Nö. Aber gucken wir mal einfach, wie es hier weitergeht. Da können wir auch noch nichts machen. Oh, was bist du denn? Okay. Da haben wir einen Schmetterling eingesteckt oder so? Weiß es nicht. Tatsächlich geht's hier auch nicht weiter. Vielleicht muss ich ja doch hier drauf, weil der hat ja auch irgendwie dahin gezeigt. Ich möchte nicht sterben. Ich hab's aber getan. Ja gut. Dann machen wir hier mal einen Cut. Und dann geht's im nächsten Part weiter.